So, hallo, wir machen weiter bei diesmal wirklich Things, nicht mehr Things 2, sondern Things. Und letztes Mal haben wir Things 2 gespielt, tatsächlich vollständig, mit States, aber vollständig. Und jetzt haben wir den Code bekommen für die Secret Passage und können diesen endlich, final hier eingeben. Okay, und ich glaube, ich habe bisher immer, wenn ich die Monde durchgezählt habe, komplett vergessen, dass hier ja auch noch ein Mond ist. Ja, also, mal gucken, was hier jetzt kommt. So, Legendary muss ich schreiben. Also. B. Das war nach rechts. B. E ist hoch. G ist rechts. E ist hoch. N ist Y. Wait. Ah, ne, passt schon. N, ich bin bei Legen. Jetzt wieder D. D ist auch Y. Ne, Legend. Doch, D passt. Y. Jetzt A ist B. R ist links. Und Y ist hoch. Oh mein Gott. So, führt das jetzt zu einem neuen Level oder nicht? Ist die goldene Huch, die goldene Frage. Was kommt jetzt? Es führt zu Yoshi's Island. Okay. Also nicht Yoshi's Overdrive, sondern Yoshi's Island, weil wir haben irgendwas ist noch mit diesem Yoshi's Overdrive. Ich habe immer noch kein Level gefunden, was Yoshi's Overdrive heißt. Ach so, ich habe ja gesagt, es muss noch eine Spezialwelt kommen. Ist jetzt hier Yoshi's Overdrive? Ah, jetzt ergibt alles Sinn. Yo, ich habe ja gesagt, es muss noch eine Minimap geben. Ah, okay, gut. Es ist, wie ich es mir gedacht habe. Und hier gibt es nochmal 1, 2, 3, 4 Level. Wir haben nochmal 4 neue Level. Das wird das ganze Projekt um bestimmt 4 Parts wieder nach hinten schieben. Gut. Upon entering the island, Boon transformed into a green Yoshi. What kind of antics will he get into? Okay, ich bin jetzt Yoshi. Aber kein Yoshi's Island Yoshi, sondern ein normales Yoshi. Also ich habe keinen Flatterflug und so, ne? Okay, ich bin jetzt Yoshi. Okay, das wird jetzt böse ungewöhnlich, weil ich will jetzt flattern. Bei der Grafik will ich jetzt die ganze Zeit flattern. Well, what? Soll ich dann einen Shell? Also, was soll ich da tun? Hä? Hat der jetzt automatisch einen Shell-Jump gemacht? Ach, ich stapf den. Jetzt habe ich es verstanden. Ich stapf den hoch und dadurch. Okay, Gecheckt. Durch die gelbe Shell stapfe ich den hoch und kann dann da oben drauf. Ja, okay, I see, I see. Da, 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 da. Oh, den sollte ich essen. Dann kann ich fliegen. Jetzt muss ich aber mal kurz gucken, was der Hinweis von dem Mond war. Bei Yoshi's Overdrive hieß es Over the Ending. Ach so, okay. Wahrscheinlich einfach drüber fliegen mit einer blauen Shell oder sowas. Nichts Dramatisches. Einfach Over the Ending. Kriegen wir hin. Da, 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 da. Da gibt es bestimmt eine blaue Shell oder so. Mann, ich will das nicht essen. Ich will das nutzen. Und wenn es eine blaue Shell ist, müsste ich die auch wieder ausspucken können, um sie wieder einsammeln zu können. Mist. Da, 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 da. Hä? Jetzt ist er nicht hochgegangen. Da habe ich zu spät die Zunge gestreckt.
Jetzt aber. Ah! Da, da, da. So. Ah, der Anfang klappt doch schon mal ganz gut. So. Okay, das Fliegen ist anders, als wenn man sonst das Fliegen, also wenn ihr das Fliegen kennt, die Physik, das ist anders. Man fliegt nicht so hoch, wenn man den Flugknopf drückt. Man fliegt wirklich ganz anders. Ja. Okay, also ihr dürft euch nicht so vorstellen wie sonst. Ja, es ist ganz anders. Es ist deutlich weniger empfindlich. Also ich kann wirklich ganz viel Sprungknopf drücken und ich fliege kaum nach oben. Seht ihr das? Ja, natürlich seht ihr es. Was soll ich da tun? Soll ich da ausspucken? Ich schätze, dann kann ich vielleicht doch nicht die Shell behalten. Wahrscheinlich ist genau dafür dieser Abschnitt da, dass man dann die Shell an der Stelle wieder verliert. Scheiße. Blub. Aber ich frage mich auch, ob man mit dem Yoshi ähnliche Glitch, also das ist ja ein Yoshi ohne Mario. Aber ich glaube fast, es macht keinen Unterschied, was Glitches zum Beispiel angeht. Ich glaube, die könnte man genauso machen. Aber wäre mal interessant zu wissen, ob die funktionieren. Nein! Jetzt hat sie mich hochgeschossen. Nope. Nope. Was war das denn? Na! Ah. So ganz optimal komme ich noch nicht durch. Nein! Das gibt's doch nicht. Na bitte. Ah! Oh! Okay, den ersten State setze ich, nachdem ich diese Shell gegessen habe. So. Na, fast. Okay, den zweiten State setze ich hier. Jetzt ist halt die Frage. Ich weiß halt nicht, ob ich die Shell noch mal mitnehme, also ob ich die... Aber ich kann sie nicht wieder essen. Ich glaube, ich muss sie hier hergeben. Ich glaube, ich muss sie hier abgeben. Oh, ich muss... Ja, okay, hier ist alles vorbei. Das war es einfach schon. Ja, okay. Nein, das... Okay, das spielen wir am Stück. Das ist dann jetzt doch ein bisschen peinlich, da gestatet zu haben. Das habe ich nicht... Also, das ist, glaube ich, der schnellste Midway Point überhaupt. Das ist ja nichts gewesen. Also, da nähert er sich ja tatsächlich seinen Yoshi Island Abschnitten an. Die waren ja auch super kurz. Also, das ist ja wirklich... Ich meine, das ist ja nichts... Das ist dieser Gang und das war's. Es ist dieser Gang. Zwar haben halt am Anfang kurz die zwei Sprüngle hier. Aber sonst ist es ja nichts. Soll mir recht sein. Ich will mich gar nicht beschweren. Bin froh, wenn ich mal mehr schaffe. So, und jetzt einfach darum. Ja, und das war's. Ja, wow. Okay, gut.
Okay, dann muss ich da drüber. Das war doch schon mal in Ordnung. Das nicht. Nee. Ja, Moment, aber... Muss ich da warten? Ah, ja, na klar muss ich aber warten. Auf dem Typ kann ich erwarten. Dann hier rüber, dann den essen, okay. Und dann die... Ja, okay. Okay, okay, okay. Nein, hier muss ich schnell rüber. Also den ersten muss ich schnell passieren. Und dann kann ich auf dem aber ein bisschen rumwurschteln. Ups. Oh. Zu hoch. Ich habe auch gesehen auf SMB Central, ne, es gibt ja gar nicht so viele Yoshi's Island Hacks. Ich würde mir wirklich mal gerne, wenn es irgendwie den kurzen gibt, mal ab und zu auch mal einen Yoshi Island Hack anschauen. Die waren, also Yoshi's Island war echt cool, das mal wieder gespielt zu haben. Muss ich einfach sagen. Aber es hat überhaupt noch nicht so viele Hacks dazu. Deshalb wäre das vielleicht wirklich eine Idee. Jetzt nicht direkt hier nach, weil hier nach kommt auf jeden Fall Kirby. Da dürfte kaum was dazwischen kommen. Das Einzige, was da dazwischen käme, wäre Silksong oder so. So, das würde ich priorisieren. Aber ansonsten... Aber Silksong, jetzt gab es ja wieder eine Nintendo Indie und da war wieder nichts von Silksong. Also ich glaube, Silksong wird noch dauern. Weil wenn, dann kommt ja auch erstmal der Trailer, bis das dann... Okay, wie soll ich da weitermachen? Aber bis das Spiel dann kommt, das ist ja... Keine Ahnung, das muss ja ewig dauern. Ja, nach Kirby... Vermutlich Ori and the World of the Wisps hatte ich schon Ewigkeiten vor. Und eigentlich wäre das jetzt gekommen, wenn ich halt Kirby da wäre. Wie, was mache ich da? Wenn jetzt halt Kirby nicht da wäre. Ich muss mal kurz, Moment, ich muss mal mein Headset ein bisschen entspannen. Das drückt mir gerade meinen Kopf zusammen. Ich weiß nicht warum. Ob ich das verengt habe oder ob ich einfach, weiß ich nicht. Mein Kopf gewachsen ist wahrscheinlich, genau. Das wird sein. Mein Kopf ist einfach über Nacht gewachsen. So, nein. Ja, aber... Nee. Ich glaube, ich weiß, wie es geht, aber ich bin mir noch nicht so schlüssig. Wir werden es erstmal staten hier. Und dann... Oh, 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 boy. Oh, der, okay, nee. Das war ein denkbar schlechter State. Never mind. Wir staten so nicht. Das war wirklich ein denkbar schlechter State. Ich musste ein bisschen stabiler setzen. Und wenn es dann wieder zu einfach wird, nachdem ich kapiert habe, wie es geht, können wir ja trotzdem wieder ohne Stage spielen. So. Ja, ich will nicht, ich will den in den Mund. Will den nicht anschießen, sondern er soll in den Mund und dann... Ja, nie! Aber wie mache ich das? Nein, ich glaube, ich muss den genauso auch mit der Zunge und dann rausspucken, aber ich weiß noch nicht genau. Ja, irgendwie so. Irgendwie so, aber wohin spucke ich den dann? Wo setze ich den passenden Safe State? Vielleicht jetzt, wo ich hier... Ja, hier ist gut. Okay, der ist gut. Der spart mir ein bisschen Zeit und ist in Ordnung. Ist jetzt mein Ernst? Okay, dann eben so. Ah, so kann es funktionieren. Okay. Ja.
Ah, warte, ich glaube, ich... Ich glaube, so ist es gedacht. So noch nicht. Ja, genau so. Wait, what? Wie komme ich jetzt da hoch? Wie komme ich jetzt da hoch? Oh, das ist aber echt timingtechnisch eine interessante... Okay, ja, also wenn man die Münzen richtig beachtet, funktioniert das schon, aber... Ach so, ich stupse die an und dann springe ich auf sie drauf. Okay, okay, okay. Gut. Aber man muss wirklich genau auf die Münzen achten, dann funktioniert das. Genau wo die Münzen sind, abschießen. Also, also rausspucken und dann passt die Geschichte. Und die Zunge rausstrecken. Hier jetzt die Zunge, da schießen. Okay. Erstaunlich, wie gut das funktioniert. Ah. Man muss halt noch die Shell treffen, aber vom Moment selbst passt es nämlich. Nice. So, jetzt habe ich da meinen State gesetzt, der sollte auch passen. Okay, jetzt machen wir hier dann sowas. Wieder ein bisschen Dingsy. Ein bisschen hier Wegraps. Wegrap Action. Die ich überhaupt nicht kann. Okay. Oh, und dann geht's in die also. Ah, und deswegen over the ending. Okay, okay, I got it, I got it. Over the ending. Dem Flug-Yoshi am Schluss, weil ich dann habe ich eh unendlich Flügel. Okay, okay, okay. Na, das hätte ich dann wahrscheinlich eh probiert. Hui! Nice, und jetzt over the ending. Ist hier einfach direkt das... Ach, hier ist direkt das... Ja, okay, wow. Natürlich hätte ich versucht, hier drüber zu gehen. Ja, na klar. Also, wer das nicht versucht, weiß ich auch nicht. Okay, sehr schön. Gut. Gut, gut, gut. Haben wir das. Haben wir das. Ach so. Ich hab's ja gerade mit States gespielt. Easy. Wenn man weiß, wie es geht, easy. So. Okay. Hui. Sehr schön. Zack. Und ab dafür. Huh. Nice. Sehr, sehr nice. Breeding Land Version 2. Boon has learned the ability to give birth to other baby Yoshi. Press L or R, then spit to give birth. What? Okay, in der Luft geht das nicht, das geht nur am Boden. Ach nee! Das ist ja dann im... So... Oh, boy. Die Taste reagiert nicht mehr. Weil jetzt alles laggt. Tschüss. Ui, okay. Okay, wofür soll das relevant... Ich meine, ich brauche die Taste hier wahrscheinlich nicht. Also wenn ich die und die, müsste das doch funktionieren. Ah, ich weiß, die sind zum... Ja, ich wollte gerade sagen, die sind zum Essen da. Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Okay, das wird interessant. Ich habe nicht gespuckt.
Ja, wait, aber wie gehe ich da? Ach so. Oh, das hat nicht funktioniert. Ups. Bald. Okay. Dann darüber. Okay, das ist cool. Nicht so. Ups. Das ist witzig. Das ist übelst witzig. Wie mache ich... Okay, was mache ich da? Ach, das ist gar nicht für Yoshi, das ist für die Shell. Gecheckt. Ah, zu langsam. Oh, zu schnell. Okay, und das ist... Oh, das war zu hoch. Oh, lol. Der ist nicht da drüben gelandet, wo er sollte. Nee, das... Ich glaube, ich schmeiß den erst raus, wenn ich oben bin. Ich dachte, ich muss den vielleicht schon im Voraus rausschmeißen, aber das funktioniert nicht. Und was ich mir angewöhnen muss, sobald ich den einmal ausgespuckt habe, gleich den nächsten erzeugen. Dann geht nämlich nichts schief. Jetzt checke ich auch, warum da die grauen Blöcke sind. Weil die sind ja permanent, die Yoshis. Die müssen kaputt gehen. Ne? Ansonsten leckt es irgendwann. Deswegen sind da die Blöcke. Ergibt alles Sinn. Wahnsinn. Yes, no. Na? Schade. Nein, ich habe falsche Taste gedrückt. Mist. Keine Aufnahme, ohne dass eine E-Mail kommt. Was ist das? Neue Nachricht im Schulmanager. Ja, gut. Heute ist Sonntag. Das kann jetzt mal warten. Aber ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ja, das könnte noch... Okay, schade. Nein, ich muss den spucken und dann... Genau, und dann da hoch. Ah, zu langsam. Ja. Na, warte, die. Mist. Aber je langsamer ich den rüberschicke, umso mehr Zeit habe ich, bis der unten ankommt. Also da wäre es vielleicht gut, den irgendwie langsamer zu machen. Ich weiß nicht, wie das, ob das möglich ist. Aber es, vielleicht wäre es gut, es hinzukriegen. Weil ich da schon ganz schön unter Druck bin.
Ba-da-da-da-da. Ja, aber jetzt muss ich dann die Shell mir schnappen und dann einen Shell-Champ rüber machen, oder wie? Nein, ich bin dumm. Ich will hier gar kein Yoshi erstellen. Ich schnappe mir von Anfang an die Shell. Never mind, alles gut. Ich soll hier gar nicht mit einem Yoshi zusätzlich arbeiten. Ich schnapp mir von Anfang an die Shell. Mach einen Shell-Jump und dann passt nämlich der On-Off auch. Ja, okay. Ja, okay. Da war ich kurz ein bisschen dumm. Alles gut. Bin schon wieder intelligent. Also Konzept verstanden. Des Abschnitts. Wie es danach weitergeht, haben wir noch nicht gesehen. Nein! Nein! Schade. Hallo? Falsche Taste erwischt. Oh! Das war nicht, wie ich wollte. Nein! Nein! Oh, ich muss kurz hier mich kratzen. Moment. So. Falsche Taste. Ach, Mann. Oh, ich hab... Ach Mann, ich schaff den Shell-Jump nicht mehr. Einmal geschafft und dann nicht mehr. Das übliche. Das übliche Muster. Das gibt's doch nicht. Yes! Und jetzt? Okay, das ist Ziel. Okay, dann muss ich den wahrscheinlich noch abschießen oder so. Oder muss ich den... Boah, ich könnte noch einfach essen. Muss ich den abschießen oder essen? Also beides würde funktionieren. Das ist das Ding. Ich glaube, ich esse den einfach. Aber auch das wieder ziemlich kurz, was gut ist. So viel zum Essen. Kann man die nicht essen, die Blasen? Ich dachte, man kann die essen. Nein! Ja! Nein! Ist. Scheiße. Oh.
Ah, zu bald. Nein, zu... Ja, nee, zu spät, nicht zu bald. Ah! Das könnte... Oh, ich wollte gerade sagen, könnte knapp werden, hat aber funktioniert. Nice. Okay, okay. Wir schießen ihn doch ab. Gut. So, sehr schön. Was kommt jetzt? Das habe ich mir gedacht. Okay, das muss ich jetzt erst alles verstehen. Der macht den weg, der macht den weg. Wenn ich den dahin auch nochmal schieße, dann frisst er den. Aber was soll das? Der soll den wahrscheinlich nicht fressen. Ah, der soll den wahrscheinlich anstupsen. Ja, der soll den anstupsen. Und dann soll der den und dann gehe ich da unten drauf. Okay, okay, okay. Soweit gar kein Thema. Okay, soweit gar kein Thema. Soweit ist das sehr nett alles. Jetzt friss. Ah, muss ich den anspringen? Ja, ne? Ja, ich muss... Okay, ich muss an den On-Off ran. Ich bin vorhin zufällig an den On-Off ran und dachte, der wird ausgelöst. Ich muss an den ran. Okay, und dann geht's... Okay, und dann geht's da hoch. I see, I see, I see. Okay. Ja, das ist mehr als genug Zeit hier. Und danach ist ja schon die Hetze weg mit den Dingern hier. Ah, da muss ich... Okay, da muss ich ein bisschen... langsamer machen, dass der den erwischt. Oder wie genau? Wait, what? Oh, das war nicht so gut. Oh, das war gar nicht so gut. Ah, das war auch nicht so gut. Ja, wow. Okay, aber ich brauche mich hier eigentlich überhaupt nicht hetzen. Es ist nur am Anfang dieses... Es ist nur ganz kurz mit der Coin Snake. Und die ist eigentlich nicht der Rede wert, die Zeit, die ich da habe, bis die Coin Snake da drüben ist. Das ist voll okay. Da gibt es keinen Grund, hier irgendwie stressig zu werden. Weil hier ist ja die Coin Snake schon vorbei. Viel eher muss ich mich dann darum kümmern, was da drüben abgeht. Der da nämlich hoch und dann geht der Yoshi unten weiter, aber da muss ich ein bisschen noch irgendwie Zeit schinden, bis der andere hochspringt. Schau mal, bis... Aha! Auf die Blöcke muss ich drauf. Hab's verstanden. Dafür sind die Blöcke da, okay. Ah! Nein, ich habe einen Fehler. No, no, no. Hab den dann oft verfehlt, wie man gesehen hat. Sehr schön, jetzt hier drauf. Und jetzt kann ich den hier nutzen. Jetzt, ach, ich habe die Schnur übersehen.
Ah! Nein! Ach Mann, treff halt den noch auf. So, hier jetzt ein bisschen warten. Alles easy. Und dann schießen wir hier den weg. Oh, deswegen ist der andere da gewesen. Jetzt wird er nämlich unsichtbar. Ach, das ist... Oh, ist das frech. Aber es ist das Ende. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Den Gag gebe ich ihm. Den Gag gebe ich ihm. Ist in Ordnung. Es sind 2 oder 3 Sprünge, die ich dann als unsichtbares Yoshi hinkriegen muss. Das... Okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Aber wer das... Das ist jetzt wieder so eine Sache. Wer das nicht weiß, dass das passiert, der denkt doch, jetzt ist die ROM kaputt oder sonst irgendwas. Denkt man wirklich, dass das so sein soll? Wenn man das nicht checkt? Denkt man, das soll so sein? Man muss ja auch nicht zwingend das Glitch-Level gespielt haben und selbstverständlich muss man das nicht mal gecheckt haben, was da passiert ist. Na, ich meine, da, hier unten wird eine Yoshi und dann, ne, ist klar. Ich meine, gut, man hört das Geräusch zusätzlich, vielleicht checkt man, dass es so sein soll, aber... Ja, nice. Okay, 2 Level in einem Part. Das ist doch ganz nett. Gut. Dann gibt's nächstes Mal den Tree Forest. Danke fürs Zuschauen und tschüss.